Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern gekommen. Mehr Bürgerbeteiligung durch E-Petition, das ist das Thema, was ich Ihnen versuche nahezubringen. Zunächst ist es, glaube ich, sinnvoll, dass ich ganz kurz sage, wo ich eigentlich herkomme. Ich glaube, Herr Lichte ist der erste Moderator, der die Institution, aus der ich herkomme, zum ersten Mal richtig genannt hat, nämlich Büro für Technik Folgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Das ist ein etwas komplizierter Titel, abgekürzt DHB. Wir sind eine unabhängige wissenschaftliche Institution. Wir gehören also nicht in den Bundestag hinein. Aber der Bundestag hat, und da kommt jetzt das recht unten, das Logo zum Tragen, das KIT, das Karlsruher Institut für Technologie, beauftragt, dieses TAB in Berlin zu führen. Und das TAB erhält alle seine Forschungsaufträge aus dem Bundestag. Das KIT ist nicht sozusagen geborener Träger des DRB, sondern muss sich immer oder hat sich bis jetzt immer wieder beworben. Alle 5 Jahre gibt es eine Ausschreibung und momentan sind wir gerade in den Vertragsverhandlungen und wir haben das große Glück, dass wir seit 1990, also seit über 20 Jahren, das THB in Berlin führen können. Ich bin dort eben wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja, das war ganz kurz zum Büro für Technik Wolkenabschätzung. Das ist, was ich Ihnen nahebringen will. Im Weiteren, wir hatten Studien zum Petitionswesen durchgeführt. Dann will ich Ihnen ein bisschen was sagen, wo ich meine, was die Charakteristik von Petitionen ausmacht, dann wie das Petitionsverfahren beim Deutschen Bundestag funktioniert, und zwar das herkömmliche Verfahren und davon abgesetzt dann ein neues Verfahren, ein modernisiertes Verfahren, was öffentliche Petitionen eingeführt hat, 2005. Dieses Verfahren haben wir eben untersucht und daraus kann ich dann einige Ergebnisse Ihnen nahebringen. Über die Nutzung dieser öffentlichen Petition beim Deutschen Bundestag und am Schluss über die sozialen Merkmale der Petenten, die das herkömmliche Verfahren und das neue Online-Verfahren benutzen. 2005 hat der Bundestag in Form eines Modellversuchs die öffentlichen Petitionen eingeführt. Und der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags ist dann an das TAB herangetreten. Das Prozedere ist ein bisschen komplizierter, das sage ich jetzt aus, aber ich sage mal, der Petitionsausschuss hat die Initiative ergriffen und das TAB gebeten, eine Begleitforschung zu diesem Modellversuch öffentliche Petitionen durchzuführen. Wir haben das dann 2007 gemacht, haben eine ganze Reihe von Befragungen und empirischen Untersuchungen durchgeführt. Und diese Ergebnisse sind dann eingeflossen 2007 in die Entscheidung des Deutschen Bundestags, diesen Modellversuch in einen Regelbetrieb überzuführen. Wir haben das befürwortet, haben aber auch auf einige Probleme hingewiesen. Es gab dann eine zweite Studie, 2009 im Wesentlichen, wo wir sozusagen gesagt haben, oder auch wieder angeregt vom Petitionsausschuss, man muss jetzt nochmal schauen, was ist passiert, nachdem der Regelbetrieb gelaufen ist. Es wurde auch eine neue Software eingeführt. Auch diese sollte beurteilt werden. Und wir haben in diesen beiden Studien, 2007, 2009, jeweils auch immer ins Ausland geschaut, relativ intensiv. In der letzten Studie haben wir alle europäischen Länder auf der nationalen Ebene untersucht, was dort an Petitionsverfahren und an modernisierten und internetgestützten Petitionsverfahren vorliegt und ähnliche Dinge. Aber ich konzentriere mich jetzt ganz auf den Deutschen Bundestag. Ja, was sind Petitionen? Hier gibt es ein wunderbares Bild, was Sie sich in Berlin in der Alten Nationalgalerie anschauen können, von Adolf Menzel. Und Sie sehen im Mittelpunkt des Bildes den großen Kurfürsten und vorne, ein bisschen in der Ecke versteckt, ganz verschämt, würde man sagen, vielleicht ein Bauern-Ehepaar. Und der Mann hat einen Zettel in der Hand,
Und das Bild heißt die Bittschrift. Das ist also eine Petition in einem absolutistischen Staat gewesen. Die Petitionen haben eine sehr, sehr lange Tradition. Es gibt Schriften und Leute, die dafür das bis ins alte Ägypten zurück. Aber dies ist eine ganz typische Situation, absolutistischer Staat, auch diktatorischer Staat, hatten so etwas wie Petitionen mehr oder weniger immer. In der DDR gab es das Eingabewesen relativ ausgebreitet, wo man sich dann quasi direkt an den Parteivorsitzenden, Staatsratsvorsitzenden wenden konnte. Ja, das ist diese dritte Tradition. Und dieses Verschämte, den Allerobersten eine Bittschrift zu überreichen, haben wir glücklicherweise überwunden. Und es gibt heute Artikel 17 Grundgesetz. Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Das ist also ein Recht. Das Recht, dies in dieser Art von Formulierung, ist allerdings auch schon im 19. Jahrhundert in der Landesverfassung oder in den Verfassungen, Reichsverfassungen in ähnlicher Weise vorhanden gewesen. Jetzt würde mich mal interessieren, wer von Ihnen schon mal sich an einer Petition beteiligt hat. Vielleicht können Sie mal ein Händchen heben. Oi, ganze Menge. Und wer hat sich nicht nur also beteiligt, hat in dem Sinne, dass sie eine Petition durch ihre Unterschrift unterstützt haben, wer hat aber schon mal eine eigene Petition eingereicht, egal beim Land oder beim Bund? Oh, lauter aktive Bürger, ja. Wir haben untersucht, wie das auf Bundesebene aussieht. Also der Durchschnitt ist nicht ganz repräsentativ für die Bundesbürger. 67% wissen überhaupt, dass es so etwas wie ein Petitionsrecht gibt. 21% haben sich beteiligt und nur 3,6% haben auch schon mal selbst eine Petition eingereicht. Das ist eine ganz kleine Minderheit. Aber man muss die Minderheiten ja nicht gering schätzen. Das sind ja immer noch Millionen. Ja, es sind immer noch Millionen. Na, wollen wir mal Zitat rechnen. Petitionen sind nur ein ganz spezifisches Instrument der Bürgerbeteiligung. Es gibt viele, viele andere. Herr Reidinger hat einige erwähnt. Hier sind noch zwei andere rechts auf dem Bild aufgetragen. Man kann sich einfach direkt an Politik oder an die Verwaltung wenden, was man auf die Sprechstunde eines Landtags- oder Bundestagsabgeordneten. Das würde man sich als Petition zeigen. Das ist aber eine typische Form, auch eine häufige Form von Bürgerbeteiligung. Oder man kann zum Beispiel an einer Demonstration teilnehmen. Oder anderes, vieles anderes. Aus dieser Befragung 2008, Bevölkerungsbefragung, sieht man nun, also Petitionen ganz gering. Andere Beteiligungsformen werden viel häufiger benutzt. Also 40% der Bevölkerung hat schon mal an einer Demonstration teilgenommen. Ja, was sind nun, wenn man Petitionen überlegt, was das Besondere von Petitionen sind im Vergleich zu anderen Bürgerbeteiligungsverfahren? Dann würde ich drei Merkmale besonders hervorheben. Und das haben wir eben schon mal auch diskutiert, ähnliche Aspekte. Nämlich die Petition ist bürgerinitiiert. Der Bürger stellt sein Thema der Politik, sozusagen die Agenda der Politik, ein Stück weit beeinflussen. Nicht die Politik, wie bei Herrn Reidinger, sagt, zu diesem Thema müssen wir eine Bürgerbeteiligung organisieren, sondern nur der Bürger muss initiativ werden und sagen, ich habe hier ein Problem. Und du, wer auch immer, Landtag, Bundestag, Kanzlerin, Behörde, sollst dich damit mit meiner Petition beschäftigen. Die Petition ist extrem niedrigschwellig. Und das ist aus meiner Sicht einer der großen, großen Vorteile von Petition. Sie ist extrem niedrigschwellig. Sie brauchen bloß ein Stückchen Papier, einen Stift
und müssen das dann an die entsprechenden Adressaten stellen. Sie brauchen keinen Rechtsanwalt, Sie müssen nicht irgendwelche Leute mobilisieren, Unterschriften sammeln. Ein einziger reicht, das kann auch ein Ausländer sein, das kann ein Kind sein. Sie können für jemand anderes eine Petition einreichen. Extrem niedrigschwellig. Aber, und das ist sozusagen die Kehrseite dieser Niedrigschwelligkeit, sie ist auch durchsetzungsschwach. Das heißt, der Petitions- und zwar fokussiere ich mich jetzt auf die Petition an die Volksvertretung. Bundestag. Sie ist durchsetzungsschwach, weil wir das Prinzip der Gewaltenteilung haben und die Petition thematisiert in der Regel ein Problem der Exekutive, der Regierung und ihrer vielen, vielen, vielen Behörden und wendet sich an sozusagen das höchste Staatsorgan, das Parlament. Und das Parlament nimmt sich diesem Ansinnen an, aber es kann die Exekutive nicht einfach zwingen, etwas zu tun. Es kann nicht mehr als eine Empfehlung auszusprechen. Das ist sozusagen die Schwäche der Petition. Die Stärke ist die Niedrigschwelligkeit und das Agenda-Setting. Die Schwäche ist, dass sie durchsetzungsschwach ist. Weitere Merkmale von Petition, die ich auch für sehr wichtig halte. Die Petition hat ein doppeltes Gesicht. Einerseits ist sie sozusagen ein Mittel, sozusagen ein letzter Rettungsanker in einer extremen persönlichen Notsituation. Da gibt es viele, viele Beispiele, wo einer sozusagen in einer extremen persönlichen Notsituation ist, aufgrund einer Behördenentscheidung und nicht mehr weiter weiß, hat schon alles Mögliche getan und sich dann an den Bundestag wendet. Also dieser persönliche Rechts- und Interessenschutz. Auf der anderen Seite, das war auch schon immer so, ist keine neue Entwicklung. 19. Jahrhundert, demokratische Revolution, Petition als Mittel der politischen Beteiligung, als Mittel der Mobilisierung in der Politik. Das ist sozusagen das zweite Gesicht der Petition. Aus der Sicht dieser Gewaltenteilung ist die Petition an den Bundestag ein Mittel der Kontrolle der Exekutive. Und traditionell ist dieses Petitionsrecht sozusagen, es schützt den Petenten, wenn man es wieder an den alten Fritz zurückdenkt oder andere Diktatoren. Wenn ich eine Eingabe mache, wenn ich eine Petition mache, dann darf ich deswegen nicht belangt werden, wegen Unbotmäßigkeit. Das ist sozusagen der Kern, der alte Kern der Petition, der spielt heutzutage eigentlich keine Rolle mehr. Aber es ist etwas anderes und das ist sozusagen in der Internetdemokratie und in der Internetgesellschaft und wissen wir, Aufmerksamkeit ist ein sehr knappes Gut. Die Petition erzwingt Aufmerksamkeit. Es gibt von der Politik, es gibt sozusagen keine negative Kommunikationsfreiheit. Die Politik kann die Petition nicht einfach in die Schublade verschwinden lassen. Der Petent muss eine Antwort bekommen, wie begrenzt die auch immer sein mag. Aber er muss einen Bescheid bekommen. Das ist sozusagen auch ein Merkmal von Petition. Und typischerweise wird auch gesagt, Petitionen haben für die Politik eine Seismographenfunktion. Die Politik kann erspüren, was so im Folge passiert. Und man sieht diese Seismographenfunktion auch hier sehr gut. Das ist jetzt abgetragen, die Anzahl der Einreichungen an den Deutschen Bundestag seit Beginn, also Westdeutschland und dann Gesamtdeutschland, des Bundestages und Sie sehen, wir haben hier eine im Prinzip Steigung, eine steigende Linie, aber mit sehr, sehr vielen Tälern und Spitzen und man kann mehr oder weniger gut auch die einzelnen Spitzen mit bestimmten Ereignissen verknüpfen. Also diese Seismographenfunktion gibt es tatsächlich. Also zum Beispiel diese allerhöchste Spitze hier in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, ist eine Spitze, die eindeutig auf die Vereinigung zurückzuführen ist, auf die Folgen der Vereinigung zurückzuführen ist. Und 1978, NATO-Doppelbeschluss?
1978, da kommen vielleicht, ja, glaube ich aber nicht direkt, da kommt eine Geschichte hinzu, dass 1975 schon der Bundestag eine erste große Reform des Petitionsrechts durchgeführt hatte. Und meine Interpretation ist, neben anderen Faktoren, dass diese große Petitionsreform damals, die die Rechte des Petitionsausschusses auch deutlich gestärkt hatte, auch dazu beigetragen hat, dass sozusagen das Petitionsrecht in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wurde und dann auch den entsprechenden Anstieg geführt hat. Ja. Und jetzt muss ich Ihnen über das Verfahren doch das ein oder andere nahebringen, um zu verstehen, was momentan im Bundestag auf der Petitionsverfahrensebene passiert und passiert ist in den letzten Jahren seit 2005. Wenn Sie eine Petition einreichen, hatte ich schon gesagt, schreiben Sie ein Briefchen, schicken das nach Berlin. Dort wird es geprüft, ob die Petition zulässig und ob der Bundestag zuständig ist. Es kann sein, dass der Bundestag sagt, nein, der Sächsische Landtag ist zuständig, dann schickt er das in den Sächsischen Landtag. Dies kommt relativ selten vor, aber es kommt vor. Es kann sein, dass der Bundestag sagt, dies ist eine Witzpetition, diese Petition ist voller Beschimpfungen und ist nicht ernst zu nehmen. Auch dann lehnt der Bundestag das ab. Auch dieses kommt vor, aber auch nicht sehr häufig. Also es sind ungefähr 10-20%, die auf diesem Weg nicht angenommen werden. Dann wird in der Regel, es gibt im Bundestag zunächst mal einen großen Petitionsdienst, Bundestagsverwaltung, das sind 80 Leute, Juristen, Sachbearbeiter, die sich diesen Petitionen annehmen. Und dann wird in der Regel ein Ministerium angeschrieben und um eine Stellungnahme. Oft wird schon auf diesem Weg die Petition sozusagen schon gelöst, in Anführungszeichen, in dann Kommunikation mit den Petenten, dass dann die Behörde sagt, ja, so und so, wir können vielleicht das und das machen oder wie auch immer. Ein Teil dieser Petition wird auf diesem Wege schon im Vorfeld von weiteren parlamentarischen Aktivitäten gelöst. Der Rest, das sind dann Petitionen, die sozusagen von großer politischer Bedeutung sind, die politisch kontrovers sind, die gehen an ein sogenanntes Berichterstatterverfahren, das heißt, das sind dann zwei Parlamentarier, Bundestagsabgeordnete aus dem Petitionsausschuss, die sich dieser speziellen Petition annehmen. Die können dann zum Beispiel eine Ortsbesichtigung machen, einen Ortstermin durchführen, wird selten gemacht. Die können Akteneinsicht verlangen, wird selten gemacht. Die können das Ministerium einbestellen, zu Stellungnahmen in den Ausschuss oder auch in eine intimere Sitzung, wird auch gemacht. Und auf diesem Weg wird versucht zu sagen, dass der Petitionsausschuss hier eine Meinung bildet zu dieser Petition. Dann kommt es zu einer Beschlussvorlage. Die Beschlussvorlage kommt dann in den Ausschuss, wobei man sich das so vorstellen muss, wir haben zwischen 15.000 bis 20.000 Petitionen an den Bundestag im Jahr. Sie werden sofort verstehen, dass diese Petitionen nicht im Einzelnen im Ausschuss behandelt werden können. Das sind ganz wenige, die als einzelne Petition auf der Tagesordnung landen, ungefähr 700 vielleicht. Der Rest wird sozusagen im Sammelverfahren im Ausschuss beschlossen aufgrund der Vorarbeiten der Berichterstatter. Dann kommt diese Beschlüsse des Ausschusses in das Plenum und auch das Plenum entscheidet über Sammelübersichten von Petitionen. Da gibt es keine inhaltliche Debatte. Es wird pauschal zusammen zur Kenntnis genommen und abgestimmt. Damit ist es erledigt. Von diesen 20.000 Petitionen enthalten ganz, ganz wenige eine sogenannte Empfehlung, dass zum Beispiel ein Ministerium doch dringend gebeten wird, aktiv zu werden, oder ähnliche Formulierungen, und das sind wenige, sehr wenige, also wo wirklich der Petitionsausschuss sagt, ja, hier muss wirklich was gemacht werden, aber bloß eine Empfehlung aussprechen kann.
Und dann schaut der Petitionsausschuss noch, was aus diesen Empfehlungen wird, sozusagen im Nachgang des Petitionsverfahrens. Er schaut dann nach einem Jahr, hat das Ministerium jetzt irgendwie reagiert, hat es was unternommen und dokumentiert es auch in jährlichen Tätigkeitsberichten. All dieses, was ich Ihnen jetzt geschildert habe, so grob wie notwendig und möglich, findet nicht öffentlich statt. Die Petition kann, können Sie, keine dieser Petitionen in diesem Verfahren können Sie irgendwo nachlesen. Und die, sozusagen die große Reform, die 2005 im Bundestag stattgefunden hat, heißt nicht umsonst öffentliche Petition, nicht elektronische Petition. Weil die Petition wurde sozusagen im Konnex mit der Einführung des Internets im Petitionswesen öffentlich. Wir haben hier nun sozusagen ein Verfahren der öffentlichen Petition, was besondere Merkmale hat im Gegensatz zu den herkömmlichen Verfahren. Sie können erstens, das ist vielleicht fast trivial, die Petition jetzt elektronisch einreichen. Sie können zweitens Unterschriften sammeln, hier auf dieser Petitionsplattform des Deutschen Bundestags für Ihre Petition. Elektronisch. Aber auch normal. Und das wird dann zusammengezählt. Der Bundestag hat drittens ein Quorum eingeführt. So etwas gab es von Petitionen eigentlich noch nie. Quoren sind in gewisser Weise petitionsfremd, könnte man sagen. Aber sie haben sogar eine gewisse Konjunktur auch international, auch im Petitionswesen. Er hat ein Quorum eingeführt von 50.000 Mitzeichnungen. Wenn dieses Quorum erreicht wird, und das ist dann das weitere Neue, findet eine öffentliche Ausschusssitzung statt. Öffentliche Ausschusssitzungen, Petitionsausschusssitzungen gab es vorher nie, findet eine öffentliche Ausschusssitzung statt, wo der Petent eingeladen wird, die Öffentlichkeit eingeladen wird und sozusagen eine direkte Kommunikation zwischen Politik und Petent stattfindet. Dies hat sowohl von Seiten der Politik wie auch von Seiten der Bürger eine hohe Attraktivität. Es wird sehr gern wahrgenommen und hat eine ganz eigene Atmosphäre und eine ganz eigene Qualität. Darüber hinaus gibt es ein Diskussionsforum zu jeder Petition, ein elektronisches Diskussionsforum hier auf dieser Petitionsplattform. Hier werden teilweise heftige Diskussionen geführt über die Petition. Teilweise tausende von Beiträgen zu einer Petition, nicht bei jeder Petition, bei wenigen Petitionen, aber es kommt dazu. Um gleich in Klammer zu sagen, weil ich darauf nachher nicht mehr eingehe, das Problem dieser Diskussionsforen ist, dass der Bundestag nicht richtig weiß und nicht richtig überlegt hat, wo er es eingeführt hat, was er eigentlich damit machen will. Auch ein typisches Problem von Bürgerbeteiligungsverfahren und auch von E-Demokratieverfahren, Öffnung des Inputs. Ja, man öffnet die Kanäle, aber man weiß dann nicht, wie man mit dem eingegangenen Material eigentlich umgehen soll. Ja, das war, glaube ich, das Wichtigste zu den öffentlichen Petitionen. Mal schauen, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Nein. Gut, dann komme ich zum Schluss, wenn ich noch 3 Minuten bekomme. Sie sehen hier ein Tableau von Nutzungszahlen des Petitions allgemein und auch der öffentlichen Petition. Hier gibt es eine Zahl, die unterlegt ist, 24%, 2011. Wir haben einen gewaltigen Anstieg der eingereichten öffentlichen Petitionen von 2006, 4,5% auf 24%. Also das Interesse an öffentlichen Petitionen ist sehr, sehr groß. Nun gibt es ein spezielles, habe ich vorhin ausgelassen, muss ich jetzt kurz einfügen, ein spezielles Zulassungsverfahren für öffentliche Petitionen. Ich sage ganz allgemein,
Der Bundestag hat gesagt, öffentliche Petitionen müssen geeignet sein als öffentliche Petitionen. Da gibt es eine Richtlinie mit vielen Kriterien, aber das ist das, die übergreifende Richtlinie. Sie müssen geeignet sein für die öffentliche Petition, zum Beispiel für die öffentliche Diskussion. Und in diesem speziellen Zulassungsverfahren fliegen praktisch über 90% der interessierten öffentlichen Petitionen raus. Wir haben dann in der nächsten Seite die 3,3%, die sind die zugelassenen öffentlichen Petitionen 2010. Also das ist ein Problem, was wir ganz deutlich sehen. Zweite Geschichte aus der Evaluation und aus den Untersuchungen. Was wissen wir über die Petenten? Was wissen wir über die neuen Petenten, die eben das Internet und öffentliche Petitionen nutzen? Petenten sind, und das ist auch ein Ergebnis von vielen, vielen Untersuchungen zu politischer Partizipation, überwiegend männlich, haben eine gute Ausbildung und sind auch eher gehören zu der älteren Generation. Die Einreicher öffentlicher Petitionen, die also das Internet genutzt haben, unterscheiden sich darin nur marginal. Sie sind weiterhin, und zwar noch stärker männlich, 84% anstatt 75%. Sie sind weiterhin noch mehr sehr gut gebildet, 38% haben Hochschulabschluss. Aber, und jetzt kommt ein Effekt, den wir feststellen können, sie sind doch eher, es wird über die öffentliche Petition doch möglich, eher auch jüngere Generationen, jüngere Altersgruppen zu haben. Das ist sozusagen in aller Kürze zu der sozialen Zusammensetzung. Ja, Fazit: Petitionen sind für viele ein letzter Notanker in persönlichen Angelegenheiten. Petitionen sind aber auch Mittel einer aktiven Bürgerdemokratie. Sie verletzen aber nicht sozusagen den doch sehr hochgehaltenen repräsentativen Charakter der Demokratie. Also sind kein Mittel der direkten Demokratie. Öffentliche Petitionen sind ein großer Schritt hin zu einem modernisierten, transparenten, den Bürger einbeziehenden Petitionsverfahren, wenn man sich jetzt anschaut, wie das vorher war, alles nicht öffentlich. Sie sind für Petenten, für Bürger und für die Politiker attraktiv, das wissen wir aus den Befragungen, auch aus den Befragungen der Politiker. Es treten aber neue soziale Disparitäten und auch neue Verfahrensprobleme auf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lien. Bleiben Sie noch vorne und ich mache jetzt auch für Ihnen noch eine kurze Nachfragerunde, bevor wir in die Diskussion hier vorne kommen. Ja, gibt es Verständnisnachfragen? Können wir mal zurück mitgehen auf die Folie mit den Petitionen? Eine weiter noch? Ich glaube, das ist auch nicht ganz unwesentlich, obwohl Sie jetzt dazu so drüber gegangen sind. Es sind eigentlich nicht mehr eingereichte Petitionen geworden. Ja. Das fand ich doch schon noch mal wichtig an der Geschichte, dass es zwar sich das verschiebt, wie Sie gesagt haben, vielleicht altersmäßig oder auch zu öffentlich nehmen, aber es sind insgesamt nicht mehr Petitionen geworden in dem Zeitraum. Ja, das ist in gewisser Weise auch ein bisschen ein Rätsel. Also bei den Politikern, vor allem bei den konservativen Politikern, bestand die Befürchtung, wenn wir dieses einführen, 2005, 2004, 2005, wo wir das diskutiert haben, dann werden wir überrannt von Petitionen, ja, durch dieses einfache Mittel des Internets. So einfach ist es ja auch alles gar nicht. Und wir sagen auch immer, Internet ist die eine Sache, das muss man machen heutzutage, aber Internet ist nicht alles, ja, haben Sie auch gesagt. Ja. Dieser Effekt einer Zunahme ist nicht eingetreten. Ich führe ihn unter anderem auf diese Kurve zurück. Das nehme ich, also wie ich Ihnen vorhin ja diese eindrucksvolle Spitzenkurve, ja, das nehme ich hinter diesen Schwingungen, Spitzen und Tälern, die politisch motiviert sind, zu sagen, der Trend der Zunahme durch öffentliche Petitionen vielleicht verschwindet. Und es sich auf längere Frist vielleicht dann doch durchsetzt. Es müsste sich auch durchsetzen, weil wir auch neue Bevölkerungsgruppen durch die Petition erreichen.
Ja. Aber ich sehe nicht, dass es einen dramatischen Anstieg geben wird. Ja. Das sehe ich auch nicht. Und das sieht man auch nicht in anderen Ländern, wo wir das untersucht haben. Bitte? Zugelassen bedeutet aber nicht, dass die im Ausschuss behandelt wurden, sondern das sind ja nur die erste, die Hürde der Zulassung übersprungen. Ja. Ja. Wie viele von denen sind jetzt wirklich im Ausschuss gekommen? Also von den öffentlichen Petitionen kommt alle in den Ausschuss. Das ist auch ein privilegierendes Merkmal von öffentlichen Petitionen. Ja. Wobei die Petitionen, die als öffentliche eingereicht wurden, also die 24,8%, die nicht als öffentliche Petitionen zugelassen werden, werden im normalen Verfahren behandelt. Ja, also die werden nicht irgendwie weggeschmissen oder so oder zurückgegeben, sondern die werden dann im normalen Verfahren, eben im nicht öffentlichen Verfahren behandelt. Und die 3,3 oder 4,3 in 2011, die als öffentliche Petition zugelassen wurden und für jeder mal nachlesen, was sind etc., die kommen immer in den Ausschuss und werden im Ausschuss behandelt. Die haben alle das Quorum von 50.000 Unterschriften. Nein. Das kann auch bloß eine Petition mit einer Unterschrift sein. Kann, das wäre extrem ungewöhnlich, aber es gibt eine Reihe von öffentlichen Petitionen, die vielleicht 10, 20, 100 Unterschriften haben. Ja. Also Sie meinen, also ich muss unterscheiden, öffentliche Ausschusssitzungen und nicht öffentliche Ausschusssitzungen. Ja, genau. Also die kommen alle in die nicht öffentliche Ausschusssitzung. Ja, das war meine Frage. Wie viele haben es davon in der öffentlichen Ausschusssitzung geschafft? Wie viele haben es in der öffentlichen? Ja, das ist auch interessant. Also dieses Quorum von 50.000 haben vielleicht innerhalb dieser seit 2005 10 bis 20 geschafft. Ganz wenige. Also das ist eine hohe Hürde, die 50.000. Aber es wurden mehr Petitionen in der öffentlichen Ausschusssitzung behandelt, weil der Petitionsausschuss hat sozusagen gesagt, na, wenn wir jetzt die öffentliche Ausschusssitzung schon haben, dann laden wir auch andere Leute ein, die dieses Quorum nicht geschafft haben, weil wir das einfach nutzen wollen, weil es gut ist und weil das interessante Petitionen sind.